So, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich freue mich, dass ich hier bei Ihnen sein darf und bedanke mich für die Einladung, zum Salzburger Rheumatag sprechen zu dürfen. Natürlich ist es von unserer Obfrau oder von Ihrer Obfrau ganz geschickt gewählt geworden, denn wenn Sie hier herausschauen, hier haben Sie den Weltrheumatag, der von der UNESCO gegründet wurde und der fällt genau auf den 12. Oktober. Sozusagen, wir sind up to date hier in Salzburg und das heutige Datum wurde gezielt ausgesucht. Ich habe nun den Auftrag bekommen, die vielen Gesichter der rheumatischen Erkrankungen oder des Rheumas Ihnen näher zu bringen. Ich war ein bisschen in Zwiespalt, wir sind etliche Ärzte unter Ihnen und es sind auch Laien darunter. Ich muss also so einen Spagat finden dazwischen, dass es nicht zu fachspezifisch wird und andererseits die Patienten von einzelnen Aussagen nicht geschockt sind und dann nicht da hineinfallen. Ja, das kann ich auch noch haben, ich habe mit meinem Rheuma schon, bin ich genügend beschäftigt und jetzt kommt der Doktor und kriege noch was dazu. So, als erstes einmal die Systemerkrankungen. Wo kann ich rheumatische Erkrankungen auch vorfinden? Das ist, habe ich die Polyarthritis, dann die Oligarthritis, neuropathische Arthritiden zusammengefasst, also das wäre hier herunter, Diabetes, Syphilis, das können wir ein bisschen ausklammern. Dann möchte ich ganz kurz über rheumatische Manifestationen im Bereich der Knochen sprechen, hier Sarkoidose, Akromegalie, Und dann weiter rheumatische Affektionen bei diesen Erkrankungen. Wir haben also auf der anderen Seite maligne Erkrankungen, und die eine lokale Schmerzhaftigkeit verursachen können. Wir haben eine Erkrankung, die sehr wichtig ist, hier die Polymyalgia Rheumatica, besonders bei älteren Patienten, die uns oft große Kopfzerbrechen bereitet. Nun, hier gehen wir gleich in Medias Res, gehen wir gleich hinein. Hier sehen Sie eine Hand und im ersten Moment sagt Ihnen das gar nichts. Wenn Sie jetzt gemeinsam genau schauen und eigentlich hier die Fingernägel anschauen, sehen Sie hier, hier und hier und hier, dann hat, nennt es nicht der Mediziner, Urglasnägel. Das ist ein Zeichen, dass hier, dass die Sauerstoffversorgung etwas defizitär ist. Sie können also diese Symptome können Sie haben bei, sagen wir, chronischen Lungenerkrankungen. Sie können es auch bei interstitiellen Lungenerkrankungen, Fibrosen haben. Dieser Patient hatte es aber bei einer anderen Erkrankung zu tun, der hatte nämlich ein Bronchialkarzinom. Hier sehen Sie Bronchialkarzinom und dann auch die anderen Lymphome, Aspergiose, das also all mit diesen Auftreibungen in den Fingernägeln einhergehen kann. Und das ist oft eines der ersten Zeichen. Also ich schaue immer drauf, wenn der Patient kommt und sagt, ich habe Schmerzen in den Gelenken, schaue immer fast immer automatisch gleich die Fingernägel mit an, wie sie gewölbt sind. Wir finden dabei auch hier, wenn das ist ein Röntgenbild, das ist mehr für die Ärzte gedacht, hier Verknöcherungen, Verdichtungen, eine Doppelkonturierung der Phalangen, das ist ebenfalls ein Zeichen, dass es hier zu Knochenneubildungen kommt. Und hier das Röntgenbild des Patienten, das ich Ihnen eben vorhin an den Händen und Fingern gezeigt habe. Ein Bronchuskarzinom, ein Lungenkrebs. Nun, gehen wir weiter. Was finden wir noch? Knochenveränderungen hier. Hier, das ist wieder für die Ärzte im Röntgen hier, das sind also bei einem Prostatakrebs, das sind Metastasen, das sind Tochtergeschwülste, die sich in Knochen einlagern.
Danke dir. Und sehr starke Schmerzen verursachen können. Und diese Metastasierungen, also diese Tochtergeschwülste im Knochen, die sind also oft sehr frühzeitig, dass es jeder Rheumatologe, der also unklare Beschwerden im Becken hat oder in der Wirbelsäule, automatisch an diese Erkrankungen denkt. Und es gibt ein Sprichwort, ein altes medizinisches Sprichwort mit die 3B, wenn man es also schlampig wie wienerisch ausspricht, Bronchus, Brust und Prostata, das sind also drei Erkrankungen, die sehr häufig in den Knochen hinein Tochtergeschwülste setzen. An das müssten Sie auch denken, wenn wir über die Gesichter des Rheumatismus denken. Hier ein anderes Bild, das ist ebenfalls Ablagerungen im Knochen, hier und hier, das ist ein Myelom, das ist eine eine Bluterkrankung, Blutkrebs, das sich hier in den einzelnen Wirbelkörpern ablagert. Auch solche Erkrankungen verursachen sehr starke Schmerzen, und das Wichtigste für Sie ist dabei eigentlich, dass Sie zu Ihrem Arzt gehen und sagen, ich habe so wirklich unerklärbare Schmerzen, ich war vielleicht einmal zur Untersuchung und da war ein Blutbild, was nicht in Ordnung. Herr Doktor, denken wir mal nach, was könnte sich da weiter zusammenbrauen. Dann als nächstes Viruserkrankungen. Viruserkrankungen sind Ebola, sind momentan wieder sehr aktuell. Aber wir haben auch andere Formen, die uns in der Rheumatologie beschäftigen. Hier zum Beispiel eine junge Frau, ich weiß nicht, ob Sie es von weiter hinten sehen, ja, sieht man eigentlich sehr gut, die hat Rötteln. Ganz einfach. Es kann also bei Rötteln, bei Mumps, bei einer Mononukleose, bei Varicellen, das sind Feuchtblattern, kann es zu Gelenksbeschwerden kommen, flüchtiger Natur, rezidivierender Natur. Es kann auch die Primärmanifest, abklingen und sein Nachklang in dem Bereich der Gelenke, im Bereich besonders der großen Gelenke auftreten. Hier ein anderes Beispiel, Sie sehen das sehr gut eigentlich von hinten, hier hat ein Patient einen massiven Bluterguss im Ellbogen. Nun, das hat uns also wenig aufgeregt, also am Anfang sieht man hier, wenn man genau schaut, dieser Arm ist etwas verdickt im Vergleich zum linken, und nach einer gewissen Zeit ist es nicht zurückgegangen. Und dann wurde gefragt, na, was hat er denn? Und der hat also eine Blutverflüssigung, die man manchmal bei Erkrankungen, Koronarerkrankungen auch nimmt, und Makomar zum Beispiel, es gibt auch andere, neuere. Und das hat hier in dem Fall, Sie sehen es nicht ganz genau, aber glauben Sie es mir, hier in das Ellbogengelenk waren chronische Blutungen hinein, und hier kommt es zu Ablagerungen von hämosiderotischen Ablagerungen, auch hier ein Knoten und schon eine Abnutzung im Bereich des Ellbogengelenkes. Der konnte den Ellbogen gar nicht mehr durchstrecken. Es wurde also alles Mögliche in Erwägung gezogen, aber ich möchte nur darauf hinweisen, dass auch wiederholt auftretende Blutergüsse in und um die Gelenke auch zu rheumatischen Symptomen, Beschwerdebilder führen können. Nun, eine andere Erkrankung, die bei uns relativ selten ist, ist die Sichelzellanämie. Sie sehen, das ist eine befallene Erkrankung der roten Blutkörperchen. Die sind, hier sehen Sie noch einzelne normale und manchmal deformierte, die wie Sicheln ausschauen. Das tritt eher im mediterranen Bereich auf, im östlichen Mittelmeerbereich, aber wir können sie auch hier finden, weil wir haben also doch sehr viele Mitbürger aus dem türkischen Raum. Jetzt kommen sehr viele Flüchtlinge aus Syrien herein, und es kann durchaus vorstellbar sein, dass also solche Erkrankungen auf einmal bei uns
sind und sie sich mit diesen Erkrankungen konfrontieren müssen. Hier ebenfalls ein Bild von einer Sichelzellanämie mit Befall der Hüftgelenke. Es tritt eher bei jungen Personen auf. Hier eine Nekrose des Hüftkopfes, hier eine Absplitterung des epiphysen Spaltes und solche Symptome auch eher im Bereich der großen Gelenke auftreten, Kniegelenke, Schulter und so weiter. So eine Erkrankung, die Sie also sicher noch nicht gehört haben, beziehungsweise auch die Kollegen nicht immer daran gedacht haben. Dann haben wir hier neuropathische Erkrankungen zu finden. Das ist also hier eine Erkrankung, die, wenn Sie den Ellbogen anschauen, sehr verdickt ist und ein Erguss drinnen hat. Und das ist in dem Fall eine Syringomyelie, die sich hier in der Peripherie, Syringomyelie ist eigentlich eine Erkrankung, die im Rückenmarksbereich Nervenstränge befällt, aber durch die Fehlbelastungen von hinten sich in den Bereich größerer Gelenke zeigen kann. Sie müssen immer daran denken, wir als Rheumatologen unterscheiden einerseits die kleinen Gelenke, das geht in die Polyarthritis hinein, Hand, Finger, Zehen, immer die Zehen daran denken, Sprunggelenk. Dann haben wir die größeren Gelenke und dann die Wirbelsäule als dritte. Also das sind die drei Etagen, die wir hier vorfinden. Hier ein anderer, das nennt man das Charcot'sches Gelenk in dem Fall, ein neuropathisches Gelenk, das ist, man würde nicht daran denken, das ist ein diabetischer Fuß hier, da ist hier der Mittelfußknochen eingebrochen, hier haben wir auch Ulzerationen am Fußboden im Bereich der Plantaraponeurose. Und diese Beschwerden sind also eigentlich sehr hartnäckig und man sollte also jeden Diabetiker darauf aufmerksam machen, dass er also eine Hygiene, eine Flusshygiene immer durchführen soll und bei Auftreten von Beschwerden das nicht ein bisschen auf die leichte Schulter nimmt, denn es kommt dann im Bereich des Knochens hier zu kleinen Kocheninfarkten, das sintert das Ganze zusammen und bricht dann durch. Und dann ist es sehr schwer, also hier herauszufinden. Auf Therapieformen will ich mich jetzt gar nicht einlassen. Nun, dann eine nächste Form sind endokrine Erkrankungen. Endokrine Erkrankungen sind eigentlich Hormonerkrankungen. Sie haben auf der rechten Seite lauter lateinische medizinische Ausdrücke, die will ich jetzt das überspringen. Ich will eigentlich hier ganz auf zwei, wieder auf eine Akromegalie, das ist eine Störung im Bereich der Hypophyse, das ist das Zentralorgan für die ganzen Hormone im Kopf gelegen. Dann ein Mixödem, das ist eine Unterfunktion der Schilddrüse und dann immer wieder Diabetes, Hämochromatose, iodotoxische Krisen. Ganz kurz hier Hände wieder. Das ist unser Hauptgebiet, auf das wir schauen. Und wenn man die Hand anschaut, im ersten Moment, sagt man so, ja, das ist ein bisschen grob, dick, vergrößerte Finger. Die Proportionen stimmen. Wenn man hier den Unterarm anschaut, also stimmt nicht. Also man würde es landläufig sagen, der hat richtige Protzen. Na, vielleicht ist er Arbeiter, manuell sehr stark tätig. Wenn man ihm gegenüber sitzt, dann fällt einem schon ganz was anderes ein. Ja? Das ist, nennt man Akromegalie. Das ist ein Wuchern im Bereich einzelner Teile, besonders hier im Gesichtbereich. Sie sehen die große Nase, der Unterkiefer, der vorspringt, den relativ großen Kopf. Das ist das erste Zeichen. Es kommt hier auch zu Anlagerungen des Knochens. Der Patient sagt also, ich weiß nicht, mein
ich brauche immer einen neuen Hut und es wird um eine Nummer größer und größer. Und wenn man also historisch oder geschichtlich interessiert ist, dann fällt einem so ein Gesicht auf, da fällt einem Habsburger auf, würde ich sagen, mit dem Unterkiefer. Vielleicht hat denn diese Familie auch eine reiche Akromegalie-Gene in sich. Wenn wir uns das noch weiter anschauen, sehen wir hier, das ist schon mehr oder minder der Befund. Sie sehen eine große Verbreiterung im Bereich der Stirnhöhlen, der Nasennebenhöhlen. Und dann sehen Sie noch eines hier, das sieht nur ein Fachmann hier, eine Vergrößerung, hier eine Verkalkung. Da drinnen sitzt dieses Drüsenorgan im Hirnbereich und das ist vergrößert, das produziert zu viele Wachstumshormone in dem Fall. Nun, das Gesicht sagt Ihnen im ersten Moment nicht viel, aber wenn Sie genauer hinschauen, diese Gesichtszüge hier, es wirkt so pastös bei dieser Dame. Und wenn man auch herausschaut, der Hals, also ein Kropf hat sie auch ein bisschen. Und es schaut sich das an und da sollte man eigentlich, es kommt in dem Fall zu Unterhautzellgeweben, zu Ödembildungen, aber Ödem unter Anführungszeichen, die Haut ist viel dicker. Normalerweise ein Ödem, das kann ich eindrücken und da bleibt eine kleine Delle, die verschwindet. Bei dem ist dieses Unterhautzell ganz fest und ich kann es nicht eindrücken. Und dann ist es sehr wichtig, das sehen Sie hier die Hand und dann, wenn Sie drauf schauen, hier hat sie eine Wunde. Das ist eine Verbrennung. Und wie ich die Wunde sah, wurde ich sehr nervös. Denn diese Patientin hatte nichts anderes als eine ausgeprägte Unterfunktion der Schilddrüse, das ist das Myxödem, und mit dem zusammen wieder eine Verhärtung des Unterhautzellgewebes und in dem Fall hier ein Karpaltunnelsyndrom. Und dieses Karpaltunnelsyndrom ist bei dieser Patientin eher, Karpaltunnelsyndrom, das ist eine Erkrankung, wo es zu Verdickungen im Bereich des Handgelenkes kommt und hier läuft ein Nerv durch und der wird gedrückt und das tut fürchterlich weh, besonders in der Nacht wacht der Patient auf. Es sind eigentlich die drei Finger, die ihm also Beschwerden bereiten, also eine Art Schwurhandsituation. Und dann kommt er zum Arzt, der Arzt stellt fest, das ist ein Karpaltunnelsyndrom, er wird, wenn er zu einem operationsfreudigen Orthopäden oder Chirurgen kommt, wird ein Karpaltunnelsyndrom operiert und alle sind glücklich und nach einer gewissen Zeit hat er dieselben Beschwerden wie vorher und jetzt sind beide ratlos, der Operateur und der Patient. Und es ist dann eigentlich nichts anderes als eine Verdickung, was wir vorher im Gesicht gesehen haben, hier. Und das findet man auch in akuter Form, wie ich es hier jetzt richtig zeige, bei so einem Myxödem. Man findet das aber auch bei jüngeren Patienten, besonders nach der Geburt kann es zu Störungen der Schilddrüsenfunktion kommen, einer Unterfunktion, und die kann also dann auch Symptome, aber eine subklinisch verlaufende Symptome verursachen, und dann muss man nicht sagen, naja, das ist mechanisch, die Mutter ist gestresst, das schiebt den Kinderwagen, hat das Baby in den Arm und soll gleichzeitig den Haushalt versorgen und einkaufen. Das ist alles richtig, das ist alles klar. Aber man soll auch daran denken, dass es hier zu Entgleisungen der Schilddrüse kommt. Also bei solchen Patienten immer eine Schilddrüsenfunktion-Test durchführen, das ist nicht schwierig, hat man ja sehr schnell. Und dann ist man entweder auf der ruhigen Seite, man kann sich beruhigen, oder doch muss man weiter dran schreiben. Noch eine Hand, das ist die Prayers Hand, also eine Gebetshand eigentlich, also ähnliche Hand haben Sie vielleicht schon gesehen von Dürer. Aber bei diesen Patienten fällt uns jetzt auf, dass das Unterhautzellgewebe so verdickt ist, die Nägel sind eher ein bisschen spitz zugezogen
und er kann auch im Bereich der Handwurzel, also nicht, man kann ihn nicht diese Funktion, wie ich Ihnen zeige und sicher Sie auch machen können, durchführen, sondern es ist wesentlich weniger abgewinkelt. Das ist eine Verdickung des Unterhautzellgewebes bei diabetischen Erkrankungen. Das finden wir sehr, sehr häufig bei Diabetikern. Das wird dann wieder übersehen, weil manche Diabetiker, die also eingestellt sind auf eine funktionelle Insulintherapie, die müssen sich oft stechen, dann ist auch noch für sich die Unterhaut ein bisschen verdickt und das wird dann darauf zurückgeführt. Diese Erkrankung auch zu behandeln ist sehr schwierig und der Patient kommt eigentlich nicht so betend zum Arzt, sondern er sagt, also, ich habe also Beschwerden in der Hand, in den Fingern, sind unklar, man findet keine Entzündungszeichen. Immer daran denken, endokrine Erkrankung, Diabetes, ist eine Sonderform, die gar nicht so selten ist. Dann wieder eine Sonderform im Bereich des Handrückens, sehen Sie hier so Knötchen. Ein gelernter Rheumatologe schreit auf und sagt, das sind Rheumaknoten. Habe ich mir auch gedacht, es waren aber keine Rheumaknoten. Wir fanden also andere Gelenke waren nicht befallen, es waren nur diese Knoten. Dann haben wir eine Biopsie gemacht und das war dann eine lipomatöse Erkrankung, die hier Lipome ist, Erkrankungen, die im Unterhautzellgewebe besonders auch mit den Fetteinlagerungen, Fettkörpereinlagerungen hier verbunden sind. Und mit einer Lipomatose ein Patient, und da sehen Sie ganz, das habe ich absichtlich hier gezeigt, wenn Sie die Augen anschauen, sehen Sie hier herunten so eine sichelförmige Verhornung, das sind eigentlich unter der Hornhaut Lipomeinlagerungen auf der einen Seite und auf der anderen Seite hier im Röntgen, sieht man hier nicht, hinter der Achillessehne, hier im Bereich auch ein großes Lipom, das im Röntgen jetzt nicht so zur Darstellung kommt, aber für den Patienten im Schuhwerk sehr starke Beschwerden verursacht. Nun, hier absichtlich so gewählt, dass wir nicht sofort drauf kommen. Wir haben hier auf der einen Seite, auf der rechten Seite, das werden die Mediziner sofort erkennen, Kristalle, das nennt man doppelbrechende Kristalle, das ist ein Gicht. Und der Patient, der Ihnen entgegenschaut, ist ein saftiger Gesichtsausdruck, der mag Stelzen oder Bier sehr. Und das ist ein Patient mit einer Gichterkrankung. Ich habe das Foto vielleicht nicht ideal gemacht, aber der hatte Einlagerungen, Gichteinlagerungen im Bereich hier der Ohrläppchen und von dort haben wir dann dieses Präparat herausgekratzt. Nun, eine andere Erkrankung, die mit einer Verdickung und Entzündung auch im Gewebe einhergeht, das ist die Sarkoidose. Die Sarkoidose, akutes mit Fieber einhergehende Erkrankung, allgemeine Müdigkeit, Abgeschlagenheit, Kurzatmigkeit, das sind hier ein Lungenröntgen, das ist für die Kollegen, hier mit einer Verdickung im Hilusbereich. Das ist also keine maligne Erkrankung, aber sie ist also gar nicht so selten. Das ist eine akute Sarkoidose. Und dann haben Sie hier, das ist das nächste Bild, das ist sehr häufig zusammen. Hier sehen Sie am Unterschenkel so verdickte Knötchen, auch wie wenn er gestochen mit irgendeinem im Salzburgischen sagt man so, mit Bremsen oder mit solchen Insekten gestochen worden wäre. Das ist ein Erythema nodosum, in der medizinischen Sinn, Wucherungen, Knötchen, die mit Fieber einhergehen und eigentlich auch eine gar nicht so seltene Erkrankung sind. Und
Das ist hier auch ein Patient mit einem Erythema nodosum, das kommt nicht so schön heraus. Der lief zuerst als ein Rotlauf, war es aber nicht, sondern es war ein Erythema nodosum, das man nach Biopsien dann nachgewiesen hat. Und das ist eine junge Frau, die hier, es kommt bei Ihnen fast schöner raus als mir auf meinem Display, hier haben Sie diese Verhärtung, diese weißliche Form im Gesicht. Also als erstes würde man sagen, das ist ein Lupus erythematodes, das ist also, ist es nicht gewesen, sondern das ist auch eine Sarkoidose mit einem chronischen Verlauf, wo diese fibrösen Veränderungen sich dann so plaqueförmig hier am Nasenrücken fest vibriert sind, zusammengesintert sind. Sie sehen auch die Strukturen, die Strukturen, die hier über den Nasenrücken verlaufen. Das ist eine chronische Form einer Sarkoidose. Und das ist jetzt kein Gicht, sondern das ist ebenfalls eine Hand einer dieser Sarkoidose. Jeder hätte gesagt, ja, das ist eine Gichthand hier und hier und hier, aber diese Deformierungen waren also doch nicht ganz charakteristisch und das sind die Röntgenbilder. Und hier sehen Sie, das ist wieder für die Ärzte mehr, hier im Hand, hier haben wir, es könnte ein Gichtknoten sein, aber es war es nicht. Das sind so Strukturen, die hier zum Beispiel hier so verlaufen, das sind fibrotische Einlagerungen, die einer chronischen Sarkoidose entsprechen, das auch histologisch verifiziert ist. Nun, es war ein Potpourri über die verschiedenen Formen, verschiedenen Gesichter rheumatischer Erkrankungen. Die Hand ist immer im Vordergrund. Wir schauen auf die Hände. Sie als Patient schauen auch auf Ihre Hände. Das ist Ihre Visitenkarte und auch oft auch ein Zeichen, dass Sie hier sich so, da spielt sich was ab und dann man wird so dann sehr unruhig, wenn man nicht weiß, was sich hier abspielt, was für mich da anzukommt. Und die Hände werden immer komplizierter, die Bewegung wird immer schwieriger. Und zum Schluss weiß man als Patient nicht, woran man ist, beziehungsweise der Arzt muss aus diesen vielen Komponenten das Richtige heraussehen. Eben die vielen Gesichter der rheumatischen Erkrankungen, und hier haben Sie von diesen Bildern die Auflösung. Das ist ein Bild von Dürer, der Jesus im Tempel in Diskussion mit den Weisen, hier die Hände und hier viele weise Leute, die sich um ein Thema scharen, und das ist auch für uns das Thema, und damit danke ich für Ihre Aufmerksamkeit.